Wunderschönen guten Tag, willkommen zurück. Skyhaven, meine Lieben, steht an. Eine neue Folge, eine neue Woche. Und ja, ihr seht, es ist schon einiges wieder passiert. Ich habe jetzt zumindest schon mal die Startbahn und eigentlich alles aus Asphalt hingeprügelt. Gut, Frachtabfertigung und die ungeplanten Flüge habe ich jetzt noch in den alten Staubpisten oder Staubslots. Aber ich bin zumindest vorbereitet für den Fall, dass irgendwann, und es ist noch nicht so weit, mal etwas größere Flugzeuge kommen. Mein größtes Problem aktuell, also außer dass ich in Geld mittlerweile wieder schwimme, weil ich einfach so unfassbar viel mache, ist tatsächlich der Treibstoff. Ihr seht, flugtechnisch sieht es tatsächlich sehr übersichtlich aus. Also die Verträge sind deutlich, deutlich weniger. Also da haben wir nicht wirklich viele Flüge pro Fluggesellschaft. Allerdings sieht man es hier schon. Ja, hier kommen Flüge mit, die wollen 4600 Treibstoff haben. Und hier seht ihr zum Beispiel meinen heutigen Tag. Also ich habe mittlerweile zwei 70.000er. Ich bin mittlerweile auf drei 70.000er, damit ich überhaupt halbwegs zurechtkomme. Und ich musste viermal dazu noch 30.000 kaufen. Also selbst die 210, die wir hier haben, werden nicht reichen. Das ist schon krass. Gut. Werden wir uns angucken, ob die 210.000 ausreichen. So, 87. Müssen wir eine Zahl aufschreiben. 87k. So, also ein Plus von 75.000. Das ist Bombe. So, dann habe ich geforscht. Und zwar, wir haben neue Sachen. Einmal den Radarturm, die nächste Stufe vom ATC Funk Tower, die uns dann ja nochmal 5 pro Blablub mehr gibt. 5 Blablub. Na, ihr wisst, was ich sagen will. Warte mal, können wir den einfach so abreißen? Ja. So, also nochmal 5 mehr. Und ich habe diesen optischen, akustischen Funkbereich. Der soll angeblich, also nicht angeblich, der wird er hoffentlich schon machen, soll uns mehr Landungen und Starts verschaffen. So zumindest die Erklärung. Jetzt muss ich den erstmal wieder finden. Ich glaube, der war hier, ne? Ja. Der Wiesel. Das ist super Quatsch, steht ja auch hier. Funkbereich ist eine kurze Funknavigationshilfe, die klare visuelle akustische Leitlinie für Entfernung von bis zu etwa 100 Meilen bei einem Flug in, ja, 8.000 bis 10.000 Fuß Höhe liefert. Dieser nächste Schritt ist, den Luftfahrtnavigationssystem erhöht die Grenzwerte für Starts und Landung pro Zeitfenster. Also das bedeutet für mich, ist es das hier? Ja, ne? 16. Wenn ich den jetzt ausschalte, sind wir bei 16. Okay, ich habe keine Ahnung. Naja, gut, wir haben beides gebaut. Wie gesagt, die Funktionsweise von dem Ding ist mir noch nicht so ganz klar. Aber wir werden es vielleicht noch irgendwann sehen. So, dann habe ich noch zwei neue Fahrzeuge, nämlich einen Omnibus. Den werden wir wahrscheinlich hier haben. Jo, da ist er. Also den S6, nicht mehr den S4. Kann bis zu 25 Leute nehmen. Ist das eigentlich notwendig? Nee, ne? Ja, 20 ist das Maximum. Ist egal, wir machen es trotzdem. Weil ich glaube, die Dinger sind bestimmt auch wieder schneller, oder? Grundperformance. Ja, ein Stückchen schneller, das ist okay. Das ist im Hintergrund, ne? Ja. So, und analog bitte hier. Ja. Bisschen schneller. Häkchen dran. Und dann habe ich noch einen Dolly. Ich glaube, das ist für Gepäck. Das ist für Gepäck. So, auch hier. Ja, guck mal hier. Anstatt 3 die Minute, 4 die Minute. Wunderbar. Upgraden wir auch gleich. Habe ich jetzt das Richtige? Wie heißen die denn? Verstärkte Dollys. Verstärkte Dollys. Okay. So, das sind die Neuerungen, die ich jetzt alle erforscht habe. Also knappe 5 Forschungen. Was ist denn jetzt los? Oh, Spiel ist abgestürzt. Bis gleich. So, hallo. Da sind wir wieder. Ich hoffe, dass das Spiel jetzt halbwegs funktioniert. Ich habe, es gibt irgendeinen krassen Fehler.
der das Spiel zum Abstürzen bringt. Aber ich kann euch nicht sagen, was genau verkehrt läuft. Ich lasse es mal kurz so laufen, dass ich nichts baue. Und dann gucken wir mal und machen das Ausschlussprinzip. So, okay, das läuft erstmal. Ich baue mal das Ding. So, testen. Ich lasse es jetzt immer mal so ein Stündchen oder so laufen. Und dann gucken wir, was den Fehler verursacht und was ich nicht machen darf. So, das sieht erstmal okay aus. Das sieht alles okay aus. Gut. ATC Tower. Vielleicht liegt es daran. So, hallo? Ja, in Betrieb. Gut, wir lassen laufen, wir lassen laufen. Wir lassen weiterlaufen. Sieht alles gut aus. Ja, ja. Okay, also auch das würde ich schon mal ausschließen. Dann wird es wohl eines der Fahrzeuge sein. So, dann probieren wir mal mit den Dingern. Ich mache jetzt einfach bei beiden gleich mal den Switch dahin. So, sind es die Teile? Ja, sieht erstmal gut aus. Okay. Okay, dann werden es die Busse sein. Gut, wir testen. Busse. So. Busse. Und weiter geht's. So, und jetzt glaube ich, wird das Spiel abstürzen. Ja, ich gebe dem Spiel noch ein paar Sekunden. Und dann müsste es abschmieren. Ja, und? 5, 4, 3, 2, 1, Absturz. Okay. Ja, gut. Also ich hatte jetzt... ist jetzt quasi mein dritter Versuch. Und zweimal habe ich es genau so gemacht, dass ich alles auf einmal gebaut habe. Dann ist es dieses Mal abgeschmiert. Und jetzt scheint es zu gehen. Also hoffe ich. Ja, kurios. Kann ich euch nicht sagen. Was jetzt... Also es war immer das Gleiche. Komplett ohne Ankündigung abschmieren. Na gut. Spielstand gespeichert. Ja, also ich hoffe, dass es jetzt so bleibt. So, ich nehme euch mit gleich auf die Reise. Also, ich habe nichts umgebaut. Ich habe jetzt wieder um Mitternacht gestartet. Da, wo alles quasi so war wie vorher. Ich würde halt gerne die Sachen haben, weil ich die wirklich brauche. Aber ich habe auch keinen Bock, dass das Spiel jetzt ständig abschmiert. Ich teste es jetzt mal so einen halben Tag lang, ohne dass ich was umbaue. Wobei, es kann nicht an den Sachen liegen, die ich baue, weil die Fehler kommen immer irgendwann. Also da gibt es keinen festen Zeitpunkt oder gewisse Zeitkarenz, wann das Spiel abschmiert. Sondern es ist immer unterschiedlich. Ja, naja gut, wir testen es mal jetzt einfach ohne Umbau. In der Hoffnung, dass es zumindest jetzt erstmal ein bisschen stabiler läuft. Also stabiler. Es schmiert ja ab. Nach ein paar Minuten. Also da ist überhaupt gar nichts stabil. Kurios. Sehr kurios. Also ich hatte noch nie Abstürze.
Ist jetzt das erste Mal, dass hier so eine wunderbare Rang oder ja, wunderbare Aktionen hintereinander passieren. Gott. Lass uns nicht unterkriegen. Ich forsche, um mal wieder aufs Spiel zurückzukommen, aktuell auf die neuen größeren Geschäftszentren, also die Dinger hier, die nächste Stufe. Denn ihr habt ja, ja doch, die Bilanz von gestern habt ihr gesehen, also mit plus 75.000. Da ist mal so das ein oder andere neue Gebäude definitiv drinne. Ganz locker. Von daher lassen wir die Forschung entspannt durchlaufen. Und dann hoffentlich kriegen wir die nächsten größeren Gebäude. Ich glaube wirklich, dass es an den Fahrzeugen liegt. Ich weiß nicht wieso, aber meine Vermutung sind die Fahrzeuge. Dass da irgendwas passiert oder nicht passiert, was passieren sollte. Nee, das, was passiert, was nicht passieren sollte. So. Ja, ich kann alternativ auch den gesamten Flughafen abreißen und neu bauen. Auf gar keinen Fall. Ich könnte... Ah, nee. Doch. Neuen Spielstand im Jahr 1940 von Anfang an gleich starten. Das wäre gar nicht so schlimm, weil ich alles erforscht habe und dementsprechend nichts verloren wäre, glaube ich. Ich weiß nämlich nicht, wenn man 40 startet, ob man alles davor schon automatisch hat. So, jetzt geht's in die Crunch-Time. In der Hoffnung. So, jetzt langsam, aber sicher wird's eng. Okay, 7 Uhr habe ich noch nicht erreicht bisher. Gut, wir testen. Also das scheint ja hier zu funktionieren. Wir starten mit dem Teil. So, ich mache jetzt ein Gebäude nach dem anderen. Und lasse das jetzt wirklich mal so 2, 3, 4 Stunden entspannt laufen. So, oh, sehr schön, können wir alles machen. So, müssten eigentlich auch bald wieder neue Verträge kommen. Weil ich glaube, wir sind jetzt 2 oder 3 Jahre weiter als bei den letzten Vertragsverhandlungen. Also, kommt ja immer ein bisschen drauf an, wann neue Flugzeuge dazukommen, ne? Das ist ja der einzige Unterschied. Oh, sieht erstmal gut aus, ne? Vielleicht liegt es an dem Teil. Naja, gut, wir werden es sehen. Ja, wie gesagt, Sprit müssen wir ein bisschen drauf achten. Also laut Berechnungen geht es minimal nach oben. Da sind aber die ungeplanten Flüge noch nicht dabei. Also ich befürchte, es wird trotzdem noch nicht reichen. Oha. Was ist da oben irgendwie los? Schon wieder? An was mangelt's denn? Schon wieder am Einstieg. Ich brauche dieses andere Fahrzeug. Es ist... Ja, das wird jetzt häufiger passieren. Ich kann das aber ganz einfach ändern. Und zwar indem ich euch mal auf hintere... anders. Ich packe euch mal auf die späteren Slots, weil da haben wir dann auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Zeit. Ja. Ist ja richtig, ja. Beziehungsweise da haben wir dann nicht das Problem, dass... Ich weiß nicht, hier sind manchmal zu viele Flugzeuge gleichzeitig und die werden ja alle von dem hier abgearbeitet. Ich müsste das eigentlich viel, viel schlauer verteilen. Weil die werden hier wahrscheinlich jetzt alle anstehen. Also die Busse. Ja, ich war jetzt Strafer. Ja, ich glaube, die Verteilung nach hinten ist nicht unclever. Hätte ich vorher darauf achten müssen. Oder ich
Kann ich natürlich alternativ auch machen. Mach die Verteilung einfach neu und sag hier die ersten beiden oder die vorderen beiden rein machst du und die hinteren beiden rein machst du. Aber ich finde das eigentlich fast schon schlauer und effizienter. Muss halt die Flügel nur verteilen. Stehen eigentlich die Nummern drauf? Ja, ne? Ja, 64 und sowas. Okay, also wir können eigentlich festhalten, der Funkturm ist es nicht. Ich werde es jetzt ein wenig anders bauen. Ich setze den mal hier hin und lasse den erstmal stehen. Vielleicht haben die Probleme damit, dass sie sich irgendwie überlappen oder sowas. Ist nicht dein Ernst, Alter, wirklich. Scheiße, eine Stunde. Das werde ich nicht schaffen. Um 13 Uhr kommt die nächste Lieferung. Oh, das könnte eng werden. Wenn jetzt noch ein dicker Brummi kommt, der hier wieder so 5.000, 6.000 Sprit haben will. Oh, das... Ich glaube, wir kommen auf 0. Ja, wir kommen auf 0. Aber... Nein, oh Gott, okay. Okay. So, das war jetzt 13 Uhr. Dann machen wir eine 70er Ladung um 12. Die fliegt raus. Wobei selbst 12 schon zu spät ist. Na ja, gut, wir gucken mal. So, Geschäftszentrum. Ja, ja, ich weiß. So, wir haben 24 und die können 48 aufnehmen, ne? Genau. Also, das heißt, wir brauchen mindestens 3. Ich bin ehrlich, ich brauche 4. Das Geschäftszentrum bauen wir neu. Und wir holen uns nochmal 92, auf 192. Okay, nächste Sache. Hier, die Dinger dauern jetzt wahrscheinlich so 3 Stunden nur noch, ne? Ah, 4,5. Eine neue Tankstelle. Okay, machen wir. Und wir halten fest. Vermutlich liegt es auch nicht an dem Radarturm. Ich speichere mal. Hallo? So, Abriss. Und wir gucken, ob es daran liegt, dass wir es abreißen. Also es gibt ja nur 5 Möglichkeiten, die den Absturz verursachen. Naja gut, eigentlich 7. Obwohl, wenn ich die Fahrzeuge hier rausschmeiße, das kann ich eigentlich als Ursache ausschließen. Weil, ja, warum? Vielleicht muss ich ein Fahrzeug... Das könnte ich gleich auch nochmal testen, wenn das jetzt hier bis in den Abend hinein auch funktioniert. Vielleicht muss ich ein Fahrzeug da lassen... damit das Gebäude nicht irgendwie einen Fehler verursacht. Wenn es sagt, ich habe zwar 6 verbunden, aber keine Fahrzeuge. Ich weiß gar nicht, ob man... Das kann ich ja mal kurz testen. Bargeld haben wir ja. Ich nehme irgendwas Billiges hier. Scheiß drauf. Hier, Treibstoffdings. Kann ich das verbinden? Jo, okay, es würde gehen. Gut, ich habe gedacht, dass man Sachen nicht verbinden kann, wenn keine Fahrzeuge drin ist. Kann ich das auch schon mal ausschließen? Ja, ja, die Fehlersuche. Gut, dann machen wir jetzt den zweiten Test. Wir machen jetzt eins nach dem... Oh Gott, ich erkenne gar nicht, welches die... Ach doch, die Dinger müssen noch weg. Wir machen jetzt eins nach dem anderen. Ohne dass der Betrieb quasi gestört wird.
Hallo. Okay. Wir haben sehr wahrscheinlich die Fehlerquelle entdeckt. Es sind anscheinend die Dollys. Dann testen wir das Ganze mit den Bussen. Die sind ein bisschen verschiedener. Hallo? Ah, jetzt ist es wieder im Hintergrund. Dann testen wir nebenbei die Busse. Ah, das war ungünstig. Na, egal. Also die Busse sind mir auch fast wichtiger, hatte ich ja gerade erzählt schon. Als diese Dolly-Dinger. Weil scheiße, ich brauche die Dollys auch irgendwann, die besseren. Aber vielleicht überspringen wir dann einfach mal eine Fahrzeugreihe. Und gehen einfach auf die nächste. In der Hoffnung, dass die dann funktioniert. So, das haben wir alles weg. Das haben wir alles weg. Okay, also dann sind sie Dollys. Hoffentlich. Oh, ich habe keine Ahnung, wie lang diese Folge heute ist. Ob lang, kurz, mittel, bescheiden. Naja. Neue Woche, ne? Da muss ja auch nicht gleich immer alles laufen. Sind wir auf Arbeit. Muss erstmal wieder reinkommen. So, Treibstoff sieht auch schon mal ganz grauenvoll aus. Wann kommt die nächste Lieferung? In 2 Stunden. Das können wir definitiv auch schon mal nach vorne verschieben. Take or pay, aber nicht du. Sondern dich. Und zwar, wir haben es jetzt 17 Uhr, wir machen 18 Uhr. So, morgen. Ah, elektrobetriebene Pumpen. Was war denn das? Das hier. Ach, die neue Tankstelle. Okay. Stahlzisterne. Machen wir auch. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, wenn ich das baue, dass das hier auch wieder kritisch wird. Alter, maximale Parkplätze 12. Oh mein Gott. Was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Handpuppe, Kraftstoff. Okay, Geld haben wir. Hier kommen die Diamantdinger hin. Okay. Oh, das wird jetzt ganz grauenvoll. So, wir heben alles auf. Stopp! Verbinden euch. Ach du heilige Scheiße, war das teuer. So, und verschieben alles zu dem Ding. Abriss. So, hier müssen wir noch kurz warten. Ah, das obere hätte ich gebraucht. So, umziehen nach Tarmac Rampe, genau. Warten bei Tarmac Rampe. Wird eingesetzt bei Tarmac Rampe. Entladen bei Tarmac Rampe. Ah, scheiße, ich habe keinen Treibstoff mehr. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Es gibt leider nur diesen 30.000 Sofortvertrag, der ist halt scheiße. Aber gut, dann können wir immerhin den hier entspannt rüberschicken. Hoffe ich. Oh mein Gott, jetzt wird's wieder schlimm. Umziehen nach Parken, rüber, Abriss. Ja, ich weiß, ich habe keinen Treibstoff. I know. Ja, ich weiß. So, jetzt werden alle wie verrückt Treibstoff ordern. Das heißt, auch die 30.000 werden nicht reichen. Ich hol mir nochmal eine. Gott, ist das schlimm. Ich muss ehrlicherweise hier um, weiß ich nicht, was ist das, 8 Uhr morgens? Muss ich direkt nochmal ordern. Dann hole ich mir 140.000 gleich am Morgen, damit ich fit bin für den Tag.
Es ist Take or Pay. Alter, was haben wir ein Minusgeschäft gemacht heute? Holy shit. Und Take or Pay heißt, also so verstehe ich das, wenn ich nicht alles brauche, oder ich zahle nur das, was ich brauche. Also wenn die Lager voll sind und da nichts mehr reinpasst, dann zahle ich auch nur das, was off, also was ich nehme und nicht den Rest. Gut, okay. Ich glaube, die Folge ist vorbei. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Das könnte alles sein. Ich speichere. Und zum Abschluss der Folge lassen wir das Spiel nochmal abstürzen, weil es so schön war heute. Wahrscheinlich funktioniert es jetzt. Nein, es wird nicht funktionieren. Also es sind diese Fahrzeuge hier. Und ich verabschiede mich schon mal, bevor das Spiel abstürzt. Und dann sehen wir uns morgen zur nächsten Folge Skyhaven wieder. Dann werden wir, ja, neue Sachen erforschen. Neue Sachen machen. Vielleicht machen wir den neuen Air Cargo Terminal, also das neue Terminal. Die Erweiterung von dem hier. Und ja, vielleicht geht er das dann mit den Dollies. Mal schauen. Gut, dann stürzt das Spiel nicht ab zum Ende der Folge, das ist doch schön. Und ich bedanke mich. Bis morgen. In der Hoffnung, dass es stabil läuft, ne? Bis dahin, tschüss. Da sind wir nochmal zurück im Startbildschirm und das ist schon mal kein gutes Zeichen. Also ihr habt da gesehen, die Folge ist mehr als katastrophal gelaufen und es ist leider jetzt auch so, den Spielstand, den ich jetzt noch habe, der stürzt leider auch immer ab. Und ich kann immer noch nicht erklären, warum. Ich kriege ihn auch nicht mehr gefixt, sodass ich mit einem traurigen Auge leider dieses Let's Play jetzt beenden werde. Ich bin tatsächlich auch nicht mehr gewillt, jetzt noch ein drittes Mal wieder anzufangen und euch dann in die nächsten Jahrzehnte zu führen. Das tut mir leid. Aber der Link zum Steam Store für dieses wunderbare Spiel ist ja unten. Also bis heute lief ja alles tippitoppi. Und ich weiß nicht, was das Problem jetzt gerade auslöst. Wahrscheinlich eines von den Gebäuden. Oder halt der Bus, glaube ich, war es, ne? Den wir jetzt noch installiert hatten. Ja, also, leider war es das. Ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Dabeisein. War ja super erfolgreich. Und würde mich freuen, wenn wir uns dann bei anderen Let's Plays wiedersehen würden. Kommt ja im Normalfall alle zwei Tage was Neues. Hier geht es morgen mit Mind Over Magic weiter. Mal ein bisschen was anderes. Da wird nicht geflogen, sondern gezaubert. Lasst euch überraschen und gerne abonnieren. Ja, tut mir leid. Aber wie gesagt, haben ja jetzt knappe 21 Völkchen Spaß gehabt mit diesem wunderbaren Spiel. Also, vielen Dank und auf Wiedersehen.